Jojo Mario und willkommen zum YPT Draft Liga Rückblick des 7. Spieltages. Bevor wir mit dem Rückblick starten, habe ich noch vorher eine kleine News für euch. Der Teilnehmer ASAP mit seinem Team SpexPex ist leider ausgestiegen, aus privaten Gründen. Und dafür hat die liebe Effi sein Team übernommen mit 3 Veränderungen. Und mit ihrem Team Kung Fu Costoso tritt sie jetzt an seinem Platz an. Das war soweit die News und hier seht ihr jetzt den dieswöchigen Spielplan und wer hat gegen wen gespielt. Vorher aber schauen wir uns nochmal die 2 Highlights des 7. Spieltages an. Da hätten wir zum einen Blitz gegen Sultan und dieser Kampf lief recht merkwürdig ab, da Blitz hier ziemlich am Anfang in die Ecke getrieben wurde. Er stand nämlich vor einem +1 Terrakium, welches hinterm Sub stand. Und das hat ihm doch, sag ich mal, war doch ziemlich spooky scary, da es vom Prinzip her sein ganzes Team hätte sweepen können, vom Prinzip, aber da sein Kaguron doch etwas speziell defensiv war, hat es den Sieg Continental Crush überlebt und konnte am Ende ihn aus dem Sub rausholen und konnte ihn danach auch aus dem, oder auch noch killen, da die Stonehenge gemisst hat. Es sah zwar weiter nicht perfekt für ihn aus, aber er hat ein bisschen Glück gehabt, hat das Tentoxa von ihm glücklicherweise gecrittet und hat dadurch ein bisschen wieder für Ausgleich gesorgt. Am Ende stand Blitz nur noch mit seinem Koplosio und seinem Kecleon da, sein gescarftes Koplosio. Und an sich hätte Sultan den Kampf noch gewonnen, hätte Douglas und Snibunna eine Prio-Attacke gehabt. Aber beide hatten keine gehabt und dadurch hat Blitz am Ende 2-0 gewonnen. Als zweites haben wir dann Dirty Boy gegen Finn DD. Und hier kann man sagen, Finn wurde ordentlich in die Ecke gedrängt von Dirty Boy. Denn Finn hat 2-3 Missplays am Anfang gemacht. Und die hat Dirty Boy sich natürlich sehr zum Vorteil ausgenutzt. Und hat Finn am Ende sehr outplayed. Er hat jeden seiner Züge mehr oder weniger schon fast predicted. Der Kampf hätte eventuell eine bessere Differenz haben können. Aber durch ein paar schlechte Rolls, die Finn bekommen hat, hat jedes von Dirty Boys Mons am Ende noch überlebt irgendwie, auch wenn alle ziemlich gut runtergechippt waren. Und dadurch hat er den Kampf am Ende auch 6-0 gewonnen. Aber schauen wir uns nochmal die weiteren Ergebnisse an. Sashki hat 2-0 gegen Lukas gewonnen, Muffin hat 5-0 gegen Yannick gewonnen, Frostfight hat 2-0 gegen Yamari gewonnen und Graffiti-Greifer hat 4-0 gegen Effi gewonnen. In der Tabelle sieht es dann aktuell so aus. Platz 1 belegt jetzt alleinstehend die Flexi-Meluettas mit 18 Punkten und einer Differenz von 24. Platz 2 belegt Gummi Gogeist mit 15 Punkten und einer Differenz von 10. Platz 3 belegt Behemoth of the Universe mit ebenfalls 15 Punkten und einer Differenz von 5. Platz 4 belegt Dumm Dummer Dumm Isel mit 12 Punkten und einer Differenz von 4. Platz 5 belegen die Thunderworms mit 12 Punkten und einer Differenz von 0. Platz 6 belegt Hippo Buddies mit ebenfalls 12 Punkten und ebenfalls einer Differenz von 0. Platz 7 belegt Kung Fu Costoso mit 12 Punkten und einer Differenz von minus 1. Platz 8 belegt Boosting Carry Pass mit 9 Punkten und einer Differenz von ebenfalls minus 1. Platz 9 belegt die Rasselbande mit ebenfalls 9 Punkten, einer Differenz von minus 3. Platz 10 belegt Chucky Chachi mit 6 Punkten, einer Differenz von minus 10. Platz 11 belegt Seen Luxray mit 3 Punkten, einer Differenz von minus 8. Und Platz 12 belegt Roof Playing die Denne mit ebenfalls 3 Punkten und einer Differenz von minus 24. Schauen wir uns nochmal die Killrangliste an. Platz 1 belegt das Koplosio von den Hippo Buddies mit 18 Kills. Platz 2 belegt das Genesect von den Thunderworms mit 16 Kills. Platz 3 belegt das Magirna von Behemoth of the Universe mit 13 Kills. Platz 4 belegt das Ramo von Flex and Meluetta mit 12 Kills. Platz 5 belegt das Mars Shadow von Chucky Chachi mit 11 Kills. Platz 6 belegt das Mega Brutalander von Seeing Luxray mit ebenfalls 11 Kills. Platz 7 belegt das Terrakium von der Rasselbande mit 10 Kills. Platz 8 belegt das Mewtwo ebenfalls von der Rasselbande mit 9 Kills. Platz 9 belegt das Zekrom von den Flex and Meluetta mit ebenfalls 9 Kills. Und Platz 10 belegt das Voltolos T von den Thunderworms mit ebenfalls 9 Kills. Und diese Teilnehmer stehen sich nächste Woche gegenüber. FinnDD vs. Sashki, Sultan vs. Dirty Boy, Graffiti-Greifer vs. Blitz, Yamari vs. Effi, Yannick vs. Frostfight und Lukas vs. Muffin. Das war's soweit mit dem Rückblick. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Und ich würde sagen, Leute, haut rein. Ciao, bis zum hoffentlich nächsten Video. Ciao, ciao.